Ich dachte, jetzt kommen hier irgendwelche Bücher, die ich seit Jahren nicht lesen wollte. Haha. Hi Leute, ich bin Kadel und ich sehe aus wie genau letzte Woche auch. Ja, ich habe in meinem Lesemonat ja gesagt, dass ich das Video direkt danach aufnehmen werde. Und zwar geht es diese Woche um mein TBR. Ich habe mir noch keinen richtigen Plan gemacht. Ich habe noch ein Video für diesen Monat geplant, wo ich schon 6 Bücher, je nachdem wie es läuft, lesen muss. Wenn sich das jetzt deckt, ist es halt nochmal eine andere Sache. Aber ich weiß nämlich noch nicht, was jetzt rauskommt, denn ich habe nämlich eine kleine andere Idee, weil ich eben mir jetzt nicht so einen Plan machen wollte. Ich dachte, das könnte nämlich ziemlich interessant sein. Und zwar habe ich seit 2 Jahren dieses Subglas. Aber ich ziehe mir nie mein CR, weil ich so ein Moodreader bin, dass ich ziehe ein Zettel und bin so, boah, nee, darauf habe ich aber keine Lust. Und ja, deswegen bringt es mir meistens nicht. Deswegen dachte ich, wir machen das dieses Mal so. Ich ziehe mir hier raus mein TBR. Und ich versuche die Bücher, die ich jetzt ziehe, zu lesen. Und jetzt, je nachdem, was rauskommt, ich werde jetzt 5 bis 10 Bücher lesen. Wenn da jetzt die Bücher dabei sind, die in dem anderen Video auch vorkommen, dann werde ich sie jetzt einfach mal dazu zählen, weil ich hatte sie eh vor, diesen Monat zu lesen, für das Video. Und ja, ansonsten, einzige Regelung, wenn ich jetzt hier ein... Hier sind alle Bücher von meinem TBR drin. Ich weiß nicht, ob ich sie holen werde, aber wenn hier jetzt zum Beispiel ein Zodiac Academy Teil 5 rauskommt und der nächste Teil, den ich lesen muss, ist Teil 3, dann werde ich es einfach so zählen, dass ich Teil 3 lesen muss. Weil Teil 3, 4 und 5 hätte ich zwar vor, diesen Monat schon gerne zu machen, aber wäre dann wahrscheinlich doch ein bisschen viel, wenn ich die Reihe vielleicht erstmal nicht weiterlesen möchte oder so. Deswegen, wenn das jetzt ein weiterführender Teil einer Reihe ist, der weiter entfernt liegt, dann, oder vielleicht, keine Ahnung, der dritte Teil von A Touch of Darkness, dann werde ich das so zählen, den ersten Teil zu lesen. Oder den zweiten Teil, je nachdem, den nächsten Teil, den ich lesen muss. Ich hoffe, das ist okay. Aber ja, meistens habe ich eh vor, die Reihen zu lesen. Aber wenn ich das schon ziehen muss, dann müsste ich ein paar Kompromisse machen. Das Einzige, was hier jetzt noch drin ist, 2 Bücher, die ich nicht lesen werde. Ein Buch davon habe ich noch nicht rausgeholt, weil das habe ich heute erst beendet. Das kann ich also nicht nochmal lesen. Das habe ich schon gelesen und deswegen wäre das auch ein bisschen schummeln, glaube ich. Das zweite ist potenziell ein Bodyread und deswegen würde ich es gerne noch ein bisschen aufsparen. Ja. Aber vielleicht sehe ich das auch gar nicht. Dann ist das total uninteressant. So, ich schütte das gleich nochmal durch. Ich wollte euch nur nochmal kurz daran erinnern. Ich habe hier mein Cappuccino, den ich schon gut ausgetrunken habe während meinem Lesemonat. Also gönnt euch was zu trinken. Und denkt daran, viel zu trinken. Auch wenn es kalt draußen ist. Gönnt euch Tee oder so. Ich ziehe einfach. Ich habe richtig Angst, das aufzumachen. Boah, das hatte ich wirklich vor zu lesen. Okay, dann kann ich meinen Reading-Vlog auch machen. Und zwar ist das erste Buch, das ich lesen muss, A Good Girl's Guide to Murder. Wahrscheinlich kann man das eh nicht lesen. Und zwar A Good Girl's Guide to Murder. Das werdet ihr allerspätestens nächste Woche. Sollte das Video am Mittwoch kommen, dann am Samstag. Und zwar habe ich das von meinem Bruder geschenkt bekommen. Das habe ich ja auch schon in meiner Bookshop-Tour gesagt. Ja, und zwar habe ich das von meinem Bruder bekommen. Und da hatte ich auf Instagram gefragt, ob ihr dazu einen Reading-Vlog haben wollt. Oder eher zu dem Buch oder zu einem anderen Buch. Und ja, da kam raus, dass ich zu beiden eins machen soll. Und ich wollte noch ein bisschen Inspiration sammeln, wie genau ich diesen Reading-Vlog aufbauen kann. Das war mein Schicksal, zu sagen, ey, nimm das endlich auf. Und ja, ich war gestern bei mir im Hugendubel drin und habe auch gesehen, Teil 2 und 3 sind auch da. Aber ich würde erstmal gerne gucken, wie mir das gefällt. Schauen wir einfach mal, wie mir das Buch gefallen wird. Aber hatte ich eh vor, jetzt mach endlich den Reading-Vlog. Mach das einfach.
Ja, ich hab's mitbekommen. Ich verstehe es jetzt. Ja, ist okay. Würde ich sagen, ich schütte nochmal durch. Und ziehe hier. Okay, wir machen das. Kein Problem. Das nächste Buch, das ich lesen muss, ist Kingdom of the Wicked. Das hole ich dann auch mal. So, hier einmal Kingdom of the Wicked. Auch etwas länger schon auf meinem Sub. Und zwar, meine Reaktion ist darauf zu schließen. Eigentlich wollte ich es diesen Monat wahrscheinlich lesen. Aber gleichzeitig wollte ich mich noch ein bisschen davor drücken. Also ich wusste noch nicht, kriege ich es vielleicht diesen Monat hin oder doch erst nächsten oder vielleicht doch erst später. Aber ja, dann werde ich endlich die Reihe lesen, beziehungsweise erstmal den ersten Teil lesen und gucken, wie es mir gefällt. Und ja, dann weiß ich da auf jeden Fall Bescheid. Ich bin sehr gespannt auf diese Reihe, weil ich glaube, es würde mir vom Story-Prinzip auf jeden Fall gefallen können. Aber irgendwie soll es, glaube ich, am Schreibstil oder die Art, wie die Geschichte erzählt ist, so ein bisschen hapern, laut TikTok, nachdem ich es mir gekauft habe, aber erst. Aber ja, ich bin auf jeden Fall interessiert, dieses Paar, um das es geht. Ich habe sehr viele Fanarts gesehen. Trinkpause, trinkt etwas. Ich schütte wieder. Ich habe richtig Schiss, überhaupt was zu ziehen, weil es könnte wieder irgendwas sein, was ich gar nicht lesen will. Hier. Das wollte ich eh lesen. Easy. Okay. A Touch of Darkness. Ja, das ist ein Buch, das ich im Rahmen von dem anderen Video lesen wollen würde. Deswegen passt das eigentlich auch ziemlich gut. Und zwar hätten wir hier einmal A Touch of Darkness. Interessant, dass ich direkt den ersten Teil gezogen habe. Und zwar habe ich das im Rahmen von dem anderen Video vor. Da das andere Video sein kann, dass ich gar nicht diese ganzen 6 Bücher, die ich da mir vorgenommen habe, lese, werde ich mal schauen, in welcher Reihenfolge ich das lese. Vielleicht fange ich dann einfach damit an, wenn es eh auf meinem TBR ist. Seht ihr dann, wenn das Video kommt, was ich da genau vorhatte. Ich versuche es auf jeden Fall diesen Monat fertig zu bekommen. Aber es ist halt abhängig von den Büchern, ob es ein langes Video wird oder ein kurzes Video. Und ja, um wie viele Bücher ich davon lese. Ah, ich weiß, was es ist. Ich sehe es schon. Ich habe mich da verschrieben, aber das Buch wollte ich auch diesen Monat lesen. Und zwar haben wir hier einmal Shadow und Amber. Ich sieh mal, wie ich mich verschrieben habe. Es ist wundervoll. Das wollte ich ohnehin, das wollte ich eigentlich schon letzten Monat beenden, aber durch meine stressbedingte Leseflaute kam ich dann nicht mehr dazu. Wollte ich ohnehin diesen Monat lesen. Ey, jetzt ziehe ich die ganze Zeit Bücher, die ich ohnehin diesen Monat lesen wollte. Dann kann ich auch meinen ganzen Lesemonat schon ziehen, ey. Ja, war auch ein Buch. Hatte ich auch vor, im Rahmen von dem Video zu machen, aber das habe ich vorhin erst ausgetauscht. Ja, werde ich mal schauen, welches ich jetzt davon nehme. Ja, aber bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wollte ich auf jeden Fall jetzt in der nächsten Zeit, weil hier geht es ja um ein anderes Pärchen und ich bin sehr gespannt, wie sie mir gefallen werden. So. Ich ziehe nur Bücher, die ich eh lesen wollte. Das ist ja schon fast langweilig. Das nächste Buch, das ich gezogen habe, ist Once Upon a Broken Heart. Und ich wollte ja diesen Monat die Reihe zu Ende lesen. Beziehungsweise ich wollte die Caravelle-Reihe zu Ende lesen und dann mit der Reihe anfangen. Okay, es ist eine andere Reihe. Heißt das einfach, ich muss jetzt Final lesen? Weil sie bauen aufeinander auf. Ich wollte eh beide lesen, das macht keinen Unterschied. Und zwar hier einmal Once Upon a Broken Heart. Ja, wollte ich unbedingt lesen. Bin ich mir sicher, dass ich es eh tun werde diesen Monat. Aber ich muss erstmal Final beenden. Aber das wird jetzt noch ein bisschen auf sich warten lassen, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das ist. Aber da ich mich ungern das Ende von Caraway spoilern wollen würde, lese ich erstmal das Ende von Caraway, bevor ich mit der Reihe beginne. Aber hatte ich eh vor. Also macht es keinen großen Unterschied.
Ja, wenn es so gut läuft, dann können wir 10 ziehen. Punk 57 ist vielleicht nicht so eine große Überraschung, aber das hatte ich auch vor. Wirklich? Okay, vielleicht hatte ich auch einfach vor, meinen ganzen Sub abzubauen. Und zwar war das das zweite Buch, wo ich einen Reading-Vlog zu machen wollte. Aber weil ich Good Girls Guide to Murder auch erst auf dieser Liste hatte für das andere Video, hätte ich es ein bisschen langweilig gefunden, für beide Bücher von diesem Video einen Reading-Vlog zu machen. Dort habe ich jetzt nachgefragt. Das hatte ein bisschen mehr Stimmen, aber eigentlich waren die meisten dafür, dass ich beide Videos mache. Deswegen weiß ich noch nicht genau, ob jetzt dazu ein einzelner Reading-Vlog kommt oder es einfach ein bisschen länger in diesem einen Video sein wird. Weiß ich noch nicht genau. Ich glaube, es würde aber auch so ein bisschen interessant werden. Aber schauen wir einfach nochmal. Ich habe das auf jeden Fall sowieso im Rahmen des Videos vor. The Invisible Life of Eddie LaRue. Hieß sie so? Ja. Ich vergesse immer den Namen von irgendwelchen Charakteren. Hier. The Invisible Life of Eddie LaRue. Und zwar ist das einmal dieses große Ding hier. Es ist nicht eins, was ich vorhatte zu lesen, aber eins, was ich mir vorstellen könnte, demnächst zu lesen. Also ja, ich suche mir ja momentan eh noch ein zweites CR. Vielleicht fange ich damit direkt an. Ich hoffe, dass es mir gefallen wird, weil ich habe keine Ahnung, um was es geht. Und jetzt habe ich nach dieser Sache mit The Inheritance Games... Warum ist es plötzlich so hell? Jetzt habe ich nach der Sache mit The Inheritance Games so ein bisschen Panik, dass mir die Bücher, die ich gekauft habe, nicht gefallen. Ja, ich hoffe einfach, es ist was für mich. Habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Okay, noch 3 Bücher. Ich habe Angst, was zu ziehen. Okay, auf das Buch habe ich wirklich keine Lust. Das ist einmal The Modern Fairy Tales. Das ist einmal ein riesiger Block von Holly Black. Ich hole den einmal kurz. Ich hoffe noch auf ein bestimmtes Buch, weil das würde ich gerne anfangen. Das wollte ich eigentlich als nächstes lesen. Ich muss ja nicht unbedingt die Bücher von meinem TBR lesen. Das haben wir letzten Monat eigentlich recht gut hinbekommen. Ja, und zwar ist das einmal dieser Block hier. Ich war jetzt nach The Stolen Heir auf jeden Fall gespannt, wieder was von ihr zu lesen, aber es ist halt wirklich sehr, also ich weiß nicht, ob das einfach an The Cruel Prince lag oder an ihren Schreibstil, dass sehr schwierig irgendwann für mich wird, das zu verstehen. Dieser Klotz enthält 3 verschiedene Bücher, die zusammenhängend sind. Ich weiß nicht, je nachdem, wie die Story mir gefallen wird, ob ich das jetzt so zählen werde, das ganze Buch durchzulesen, oder mindestens eins der Bücher. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn ich es anfange. Aber dann habe ich es wenigstens auf dem Schirm, dass ich es... Können wir uns darauf einigen, dass es zählt, wenn ich ein Buch davon lese. Und wenn es mir... Vielleicht gefällt es mir so gut, dann muss ich das kurz mal einatmen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass es ja ein sehr großer Klotz auf Englisch ist und ich jetzt noch nicht so viele Klötze auf Englisch gelesen habe, dass ich mich damit schwer tun werde, das komplette durchzulesen. Aber wenn ich es mindestens angefangen habe und eins der 3 Bücher auf jeden Fall durch habe, dann geht das ja. Also ich würde es mir dann einfach ein bisschen einteilen und vielleicht schaffe ich es, vielleicht schaffe ich auch nur die Hälfte. Werden wir dann mal sehen, vielleicht fange ich es auch gar nicht an. Dann haben wir noch 2 Bücher und jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil das halt so Dings ist, aber... Okay, und zwar ist das nächste No Longer Yours. Das würde ich jetzt einfach mal rauspacken. Und zwar ist No Longer Yours das Buch, was ich als Buddy Read wahrscheinlich im März lesen werde.
Deswegen würde ich das einmal nochmal hier stehen lassen. Deswegen neue Ziehung. Das ist ein kurzes. Final. Ja, ich hole das mal. Und zwar das hier. Das ist der dritte Teil von Caraval. Ja, hatte ich vorzulesen. Ich habe den zweiten Teil jetzt gelesen. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob das genauso viel Highlight-Potenzial hatte wie jetzt der zweite Teil. Nein, das will ich noch nicht lesen. Och Mann. Ich wollte mich schon bis zum Herz aufhalten. Okay, ist nicht so schlimm. Einmal The Secret History. Ich hole das mal. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Das ist einmal das Buch hier. Das ist eins der ersten Bücher, die ich mir dieses Jahr bestellt habe. Und ja, ich habe keine Ahnung, worum es geht mehr. Ich habe es mir auf Empfehlung gekauft. Auf BookTube war das, glaube ich. Und ich habe keinen Plan mehr, worum es geht. Aber sie hat das so erklärt, dass ich es sehr interessant fand. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wie gesagt, wollte ich mir eigentlich eher bis zum Herbst aufheben, weil es ist, glaube ich, Dark Academia oder so gewesen. Irgendwie so. Noch geht das Feeling, es ist ja noch kalt. So, hier, einmal diesen ganzen Stapel. Wenn das nicht mein Thumbnail wird. Ich bin eigentlich mit der Auswahl recht zufrieden. Ich glaube, dass es recht gut ist, weil ich teilweise mich auch dazu nicht unbedingt zwingen muss, Bücher zu lesen, aber die wären sonst total lange auf meinem Sub und ich würde mich einfach rausgehen und sagen, ja, das kann ich ja dann noch später lesen, wie ja zum Beispiel Kingdom of the Wicked oder so. Also, ja, sollten wir, glaube ich, ganz froh sein, dass ich dann einfach meinen Sub ein bisschen abbaue. Und wer weiß, vielleicht gefallen mir einige Bücher davon nicht und dann sortiere ich sie wieder aus und dann findet ihr sie auf Vinted. Ich hoffe, euch hat das Video und diese Idee, das zu ziehen, gefallen. Und dass es nicht komplett langweilig war. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, allerspätestens Samstag, weil ich noch nicht genau weiß, ob das Video jetzt am Mittwoch oder am Samstag kommt. Wenn ihr Interesse habt, zu sehen, was ich denn da so geplant habe oder generell mich weiterverfolgen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und dann werden meine Videos bei euch angezeigt. Und ja, ansonsten könnt ihr gerne bei meinen Social Medias vorbeigucken. Da seht ihr als erstes, was ich von meinem TBA gelesen habe und was nicht. Wir sehen uns allerspätestens an einem Samstag. Und ja, das war's. Tschüss!